Hallo, ich habe mal wieder eine Rezension für euch. Und zwar habe ich ein Buch gelesen. Wer hätte das gedacht? Ich habe ein Buch gelesen. Nein, also ich habe gerade vor einem Tag ein Buch beendet. Und ich dachte mir, ich drehe das jetzt einfach mal schnell für euch ab, weil ich werde in nächster Zeit, also direkt nach Pfingsten am Dienstag, werde ich nach Weimar fahren und da bin ich dann eine Woche lang, beziehungsweise ja, 5 Tage, also fast eine Woche. Und zwar ist das nämlich eine Exkursion von der Uni aus, also sowas wie eine Lehrreise in der Art, eine Lernreise, wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich da natürlich keine Videos drehen oder sonst was machen. Und da ich dieses Buch jetzt gerade beendet habe und nicht eine Woche warten kann, bis ich dann die Rezension drehe, muss ich das eben jetzt noch schnell machen. Und wenn ihr das Video seht, dann bin ich eigentlich schon in Weimar, wenn ich es mir recht überlege. Also ich habe das zumindest so geplant. Und wenn alles läuft wie geplant, dann bin ich gerade in Weimar, wenn ihr das jetzt hier seht. Und ja, schaue mir wahrscheinlich gerade irgendein Goethehaus oder sonst was an. Aber kommen wir jetzt zum Buch. Das ist nämlich ja das eigentlich Wichtige in diesem Video. Darum geht es ja. Und zwar habe ich The Fifth Wave gelesen von Rick Yancey. Auf Deutsch heißt das Ganze Die fünfte Welle, also im Prinzip derselbe Titel auf Deutsch. Und ich habe übrigens das Buch nicht so zugerichtet, wie ihr das jetzt hier seht. Es sieht nämlich ziemlich schlimm aus. ja, das war ich nicht. Ich mache sowas eigentlich nicht. Bei diesem, okay, ich muss sagen, vielleicht ist ein Teil von mir jetzt noch dazugekommen, weil wenn ich ein Buch so bekomme, es ist nämlich ein gebrauchtes Buch gewesen, habe es bei Rebuy bestellt damals, als es gerade relativ neu rauskam auf Englisch und ich wollte es dann eben gleich lesen. Wie man sieht, habe ich es nicht gemacht, aber egal. Auf jeden Fall wollte ich es schnell lesen, habe es bestellt und dann sah es eben schon ziemlich schlimm aus. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wenn das so aussieht, dann kann ich ja auch ganz normal lesen und muss jetzt nicht mehr darauf achten, ob da noch irgendwie eine Leserille dazukommt zu den 20 oder nicht. Von daher, ja, also ist nicht ganz mein Fehler hier. Das war schon so. Nur, dass ihr es wisst, ich richte meine Bücher nicht so zu. Nein, das mache ich nicht. Egal. Ja, dieses Buch ist auf jeden Fall, also ich kann es nur die englische Version natürlich nennen, weil ich es nicht auf Deutsch habe, logisch, ist bei mir im Penguin Books Verlag erschienen. Mir. Also nicht bei mir. Auf jeden Fall in dem Verlag erschienen. Was rede ich denn heute? Naja, egal. Verzeiht mir. Und es hat 557 Seiten. Ja. In der Geschichte geht es, wie ihr vielleicht schon oft gehört habt, denn im Moment lesen das ja sehr viele Booktuber oder haben es gelesen und manche haben es auch schon rezensiert. Ja, deswegen nur ganz kurz. Es geht in der Geschichte um Aliens. Es geht um das Ende der Welt sozusagen, also es ist eher ein Endzeitroman meiner Meinung nach, auch eine Dystopie natürlich, denn es ist ja spielt ja in der Zukunft, aber eher ein Endzeitroman, hatte ich so das Gefühl. Und es geht eben um Aliens, die so auf die Erde gekommen sind, mehr oder weniger. Da gibt es eben so ein Mutterschiff, das über der Erde die ganze Zeit schwebt und da sind eben so irgendwo Aliens anscheinend. Auf jeden Fall gab es bis zu diesem Buch hier 4 sogenannte Wellen und jede Welle brachte irgendwas mit sich. Also zum Beispiel die erste Welle hat die ganzen elektrischen Geräte lahmgelegt, also ich weiß nicht, wie das gehen kann. Aber von jetzt auf nachher, also von der einen Sekunde auf die andere, haben die elektrischen Geräte einfach nicht mehr funktioniert. Also keine Autos, kein Fernseher, kein gar nichts, kein Licht, also wirklich überhaupt nichts mehr. Das muss man sich mal vorstellen, wie das dann wohl sein mag, wenn man bedenkt zum Beispiel in Krankenhäusern, was da alles verwendet wird. Also das kann einfach nicht mehr verwendet werden alles. Alles kaputt, ja. Die zweite Welle dann auf jeden Fall war eine riesige Welle, die eben eine Region, die in Küstennähe sozusagen lagen, überschwemmt hat und noch viel, viel mehr Menschen umgebracht hat als dieser Elektrizitätsverlust, der natürlich auch zu Unfällen und so weiter geführt hat, ist ja klar. Ja, dann kam eben die Welle, das war die zweite Welle, lustig, die zweite Welle war eine Welle. Ja, die dritte Welle dann war eine Krankheit, die höchstwahrscheinlich über Vögel, was heißt höchstwahrscheinlich, ich glaube auf jeden Fall über Vögel übertragen wurde. Und diese Krankheit, ja, hat man vorher nicht so wirklich gekannt, das war so ein Gemisch, also ich weiß nicht mehr welchen Krankheiten. Ich glaube Tuberkulose, noch irgendwas oder so. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass man sozusagen geblutet hat zum Schluss. Also man wurde so richtig krank, man konnte sich nicht mehr bewegen und zum Schluss ist man verblutet im Prinzip, ja, mehr oder weniger. Also ich glaube, man ist nicht an der Verblutung gestorben, sondern einfach an der Krankheit.
Logisch. Das war jetzt eine tolle Erklärung, aber es ist schwierig, irgendwie das zu erklären, gerade für mich. Ich weiß auch nicht warum. Egal, die vierte Welle, die wird von der einen Protagonistin, um die es hier geht, auf jeden Fall als ja, Silencer bezeichnet, zumindest im Englischen. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Auf jeden Fall sind es so Aliens, sage ich jetzt mal. Also das stimmt jetzt nicht ganz, aber ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich möchte ja auch nicht so arg spoilern. Aber man kann sich Aliens, glaube ich, schon eher vorstellen. Die Menschen eben erschießen einfach. Also die verfolgen irgendwelche Menschen und erschießen sie und töten sie. Ja. Und die sind eben sehr still und leise, gehen die vor, und deswegen nennt sie Silencer. Mit sie meine ich übrigens Cassie. Das ist die eine Protagonistin, um die es hier geht. Und aus ihrer Sicht beginnt die ganze Geschichte. Sie fängt an zu erzählen und sie erklärt auch, was die Wellen waren und so weiter und was passiert ist eben. Und dann gibt es noch die zweite Person, um die es hauptsächlich geht. Und zwar ist das der sogenannte Zombie. Also er stellt sich zumindest am Anfang als Zombie vor. Er hat gesagt, nennt mich Zombie oder so ähnlich. Und dann wird noch aus der Sicht einer dritten Person geschrieben. Und zwar ist das so ein Silencer. Aber das ist nur ganz kurz und eigentlich, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist unwichtig, aber ich finde es ein bisschen verwirrend, dass dann plötzlich eine dritte Person auftaucht, sozusagen. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Überhaupt ist der Anfang ein bisschen verwirrend, fand ich zumindest, weil, ja, das erschließt sich eigentlich dann erst zum Schluss so richtig, warum am Anfang gewisse Dinge erzählt werden. Und dann ist es ja auch so, dass plötzlich von der einen Seite, also es wird auf jeden Fall immer getrennt durch so schwarze, sowas zum Beispiel. So ist es zumindest im Englischen. Da sind dann immer so zwei so schwarze Seiten und da weiß man, okay, hier ist jetzt ein Wechsel des Erzählers. Nur hat man das natürlich am Anfang nicht gewusst. Da wird man ja nicht darauf vorbereitet, so in der Art, hey, Achtung, hier kommt jetzt ein anderer Erzähler. Sondern es wird einfach, ja, es wird einfach auf den anderen Erzähler gewechselt. Und das ist dann nämlich Zombie als nächstes. Und dann fängt das eben an, von wegen nennt mich Zombie oder so ähnlich, steht es dann zuerst einmal. Genau, call me Zombie. Punkt. Und dann fängt er eben einfach an, irgendwas zu reden und zu erzählen, was er eben. Also er ist gerade krank, also er hat gerade diese Überbleibsel der dritten Welle noch, er hat noch diese komische Krankheit, diese Pestilenz oder wie auch immer. Also die Krankheit hat viele Namen. Meistens wird sie Pestilenz genannt. Hat aber nichts mit der Pest zu tun, aber egal. Auf jeden Fall wird dann Zombie jetzt, also aus Zombies Sicht berichtet. Und dann habe ich erstmal gedacht, hä? Moment, vorhin war doch noch Cassie und das ist das und das und das passiert. Und jetzt plötzlich liegt da jemand und ich, dadurch, dass es dann auch noch Englisch war, habe ich erstmal gar nicht kapiert, dass das jetzt eine andere Person ist. Ich weiß nicht warum. Normalerweise versteht man doch sofort, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, bei diesem Buch, vor allem wenn Zombie geredet hat oder aus seiner Sicht berichtet wird, fand ich das Englisch ganz komisch. Ich weiß nicht. Echt schwierig. Also jetzt nicht im schwierig von Sinne, ich habe es nicht verstanden, sondern es war einfach vielleicht ein bisschen viel Umgangssprache oder so oder vielleicht ein bisschen viel Militärgerede, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall ein bisschen kompliziert war es dann schon. Und ich habe erstmal gedacht, das wäre Cassie, die jetzt plötzlich irgendwie total komisch im Kopf ist und denkt, sie wäre ein Junge und Zombie. Und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, ach, Moment, da sagt ja jemand er zu ihm. Und dann denke ich, okay, da muss es ja ein er sein. Und dann kann es ja nicht Cassie sein. Also ich war echt verwirrt. Aber danach, nachdem ich dann kapiert habe, okay, es geht jetzt um noch eine Person und dann später kommt ja noch eine Person hinzu, aber nur kurz, dann habe ich verstanden, ach so, so ist das, es wird das mehr in Sichten geschrieben, okay. Ja, dann geht es eigentlich. Wenn man das dann erstmal drin hat, versteht man es auch und dann kommt man auch gut in die Story rein. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass es mit Cassie angefangen hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass es mehr um Cassie geht. Also, dass sie sozusagen die Protagonistin eigentlich ist in Wirklichkeit. Und deswegen hat mich der Zombie auch ein bisschen gestört. Immer wenn aus seiner Sicht berichtet wurde. Also, das ist dann auch so ein bisschen mit Militär zusammenhängend. Also, ich will jetzt nicht zu arg darauf eingehen, weil ich dann zu viel verraten würde. Aber Zombie befindet sich eben auf sowas wie einer Militärbasis, sage ich jetzt mal. Also, stimmt jetzt nicht ganz. Aber wenn ihr wissen wollt, was das jetzt genau ist, müsst ihr es natürlich selber lesen. Ich möchte es nicht verraten. Ich nenne es jetzt einfach Militärbasis, denn es war früher mal eine Militärbasis, wo er sich befindet. Und auf jeden Fall, ja, berichtet er dann eben,
Und das sind eben auch so militärische Dinge, die er macht, ja, bundeswehrmäßig. Nein, schlimmer, viel, viel schlimmer als Bundeswehr, sagen wir es so. Also ich kenne mich ja auch nicht so ganz aus mit Bundeswehr, aber es war auf jeden Fall schlimm. Und es hat mich gestört und genervt und es hat mich auch nicht interessiert. Das war das Problem. Mich hat das ganze Zeug, was er da erzählt hat, nicht interessiert und ich fand es so unnötig. Ja, bis es dann irgendwann zu einem Wendepunkt kam. Dann habe ich verstanden, was das Ganze sollte. Dann habe ich auch verstanden, warum die ganze Zeit darauf rumgeritten wird. Also dieser Wendepunkt kommt sehr, sehr spät im Buch. Deswegen natürlich verrate ich jetzt nicht, um was es sich dabei handelt, denn dann würde ich den ganzen Plot verraten und den ganzen Inhalt, das geht natürlich nicht. Aber ich kann euch sagen, das Buch wird zum Ende hin genial. Also wirklich richtig genial. Anfangs habe ich die ganze Zeit gedacht, diesem Buch kann ich nicht mehr als 3 Sterne geben. Das hat sich so gezogen teilweise und mich so gelangweilt. Aber dann, ja, dann konnte ich es nicht mehr aus der Hand legen. Also wirklich, dann war es unglaublich spannend. Und sowieso die Teile, in denen Cassie erzählt, konnte ich sowieso nicht aus der Hand legen, weil da habe ich teilweise sogar Angst gehabt und so. Also das war teilweise schon fast wie so ein, ja, Horror würde ich jetzt nicht sagen. Ich lese ja keine Horrorbücher, deswegen war es für mich persönlich schon schlimm genug, was hier passiert ist. Und ich würde auch keine Horrorbücher lesen, weil das ist echt nichts für mich. Ich hatte schon hier, ja, genug Angst. Aber zum Ende hin wird es halt richtig, richtig gut. Und ich, ja, zum Schluss dachte ich einfach nur noch, also da wusste ich dann echt nicht mehr, was soll ich diesem Buch für eine Bewertung geben, weil es einfach nur, ach, so spannend war und so toll und so, ja, es hat mich einfach vom Hocker gehauen zum Schluss. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, 5 Sterne kann ich ihm nicht geben, weil es einfach zwischendurch zu langatmig war für mich. Deswegen, also es kriegt 4,5 Sterne von mir und ich kann es nur empfehlen, wenn ihr sowas mögt, was ein bisschen mit Aliens zu tun hat, ein bisschen, ja, so Endzeit auf jeden Fall, Endzeitroman, und es ist auch sehr, sehr viel Action hier drin, sehr viel Spannung und auch ein bisschen Blut und sowas. Ja, wenn ihr sowas gerne lest, dann lest es auf jeden Fall. Ich fand's super, ich fand's genial und ich kann es nicht erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Der kommt im Englischen auf jeden Fall im August, glaube ich, raus. Oder nee, nicht im August. Im Herbst steht, auf der Internetseite steht auf jeden Fall, im Herbst kommt's raus. Also hier hinten steht im August, deswegen war ich jetzt etwas verwirrt. Nee, hier steht Sommer. Sommer 2014 steht hier. Aber auf der Internetseite steht jetzt Herbst 2014. Also ja. So arg lange dauert das jetzt auch nicht mehr und ich werde es auf jeden Fall auf Englisch dann nochmal weiterlesen, auch wenn ich das Englisch teilweise etwas verwirrend fand, aber egal. Das tut eigentlich nichts zur Sache, weil es war trotzdem ein tolles Buch und ich habe es trotzdem genossen, es zu lesen. Und ja, lest es einfach, Leute. Es ist echt super. Wie gesagt, 4,5 Sterne und ich glaube, das war es jetzt auch mit der Rezension und mehr sage ich jetzt auch am besten gar nicht mehr in diesem Video, denn ich habe nichts mehr zu sagen. Bis auf das eine noch. Falls ihr es lest, wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei. Und falls ihr es gelesen habt oder noch lesen möchtet, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Buch fandet oder wie ihr es gerade findet, falls ihr es vielleicht auch einfach gerade lest. Das wäre ja auch interessant, mal zu wissen. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!